Hi Leute, das ist Sanu hier und willkommen zu meinem Controller- und Settings-Video für Space Marine 2 Warhammer 40k. Das Ganze befindet sich im Early Access im Moment und ich finde, es gibt so ein paar Einstellungen, auf die man definitiv achten sollte, besonders was die Konsolenfassungen angeht. So ein bisschen ist es doof, mein Spiel sieht richtig geil aus. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das am Bildschirm erkennen könnt. Ich habe jetzt die Performance-Variante gewählt, weil ich Gameplay mit 60 FPS immer grafischen Einstellungen vorziehe, weil es einfach besser ist. Und mein Vergleich, ich hoffe, man kann es erkennen, die 60 FPS sind halt hier echt geil. Und in so einem Action-Game, wo man eh voll viel achten muss auf Parries, dass man Gegner pariert und ganz viele Gegner am Bildschirm da sind, wenn ich jetzt mal umschalte, dann seht ihr mal hier, gehen wir Leistungsmodus mal auf Qualität, was direkt schon klar besser aussieht. Aber seht ihr das auch, dass ich kann das nicht. Das fühlt sich einfach nicht flüssig an. Ich meine, es ist es ist zwar gecapped auf 30 FPS, aber ich kann die persönlich nicht mehr ertragen. Haut mir mal in die Kommentare, was so euer Favorit ist. Zieht ihr Qualität der FPS des flüssigeren Gameplays vor und oder umgekehrt? Ich meine, klar sieht es besser aus. Ne? Und ich weiß, dass es eine dynamische Auflösung ist, von 2K aufwärts ein bisschen. Aber wie gesagt, dann lieber auf Geschwindigkeit gehen und dadurch deutlich besseres Gameplay haben. Ich meine, die Auflösung hier ist bei 1080p, also 1080p gecapped, was natürlich ist es ein bisschen schwammiger und nicht ganz so detailliert. Ne? Es fehlt ein bisschen an Schärfe und so, man sieht es, aber es tut dem meines Erachtens keinen Abbruch. So, gehen wir mal die anderen Einstellungen durch, was ich euch definitiv empfehlen werde. So, und zwar ist die Intensität der Bewegungsschärfe, macht den Scheiß aus. Ihr bewegt euch die ganze Zeit links und rechts hin und wenn ihr da die Bewegungsschärfe anhabt, hier, nochmal auf Standard gehen, seht ihr das? Ich kann nicht ertragen, da wird mir schlecht. Deswegen, also da, wie gesagt, natürlich alles persönliche Präferenz, ne, aber ich empfehle euch das ohne zu machen. Da habt ihr deutlich besseres Bild und schöneres Gameplay. So, der Rest, Helmdarstellung. In einem Game, ich bin eh so ein Helmfanatiker. Natürlich bleibt der Helm an. Ne? Man will schon mit dem Schädel sehen, braucht man nicht. So, zack. Sprache, je nachdem, wie ihr möchtet. Ich finde die deutsche Synchro, die ist ganz gut. Kann man tatsächlich anschalten. Ich persönlich präferiere die englische Sprachausgabe bei deutschen Texten. Habe sie jetzt erstmal aber alles auf Deutsch gelassen. Untertitel habe ich angemacht, weil es stellenweise, ja, man verpasst immer wieder mal irgendwas oder wird irgendwie abgelenkt hin und her. Da ist es gut, wenn man mal gucken kann und das Ganze schnell nachlesen. Die Untertitel für die Hintergrundgespräche fand ich tatsächlich auch ganz nice. Da könnt ihr auch nur machen, dass ihr nur die Handlung mitbekommt. Also entweder komplett an, aus oder für die Handlung. Da würde ich euch empfehlen, das auf Handlung zu lassen. So bekommt ihr noch ein bisschen Story-wise und ein bisschen atmosphärische Gespräche mit. Crossplay würde ich euch empfehlen anzulassen, besonders im PvE. Im PvP ist es so eine andere Sache. Das Spiel hat ja PvP. Und müsst ihr selbst schauen, was ihr da präferiert. So, bei den Einstellungen habe ich Vibration, bin kein Fan davon, auch von den adaptiven Triggern. Ich finde, die reißen einen raus, obwohl die adaptiven Trigger vielleicht im PvE eventuell Spaß machen könnten. Bin persönlich, wie gesagt, da kein Fan von, deswegen habe ich das aus. Die Sprintaktivierung könnt ihr einstellen auf Halten, was total Käse ist, müsstet den linken Stick die ganze Zeit reinhalten. Das lassen wir auf Ein- und Aus. Beim Zielen ist es was anderes, mit L2 da einfach festhalten. Hier könnt ihr aber auch einstellen, dass ihr umschalten könnt. Hier könnt ihr noch die L1, R1 und die anderen Trigger könnt ihr austauschen, wenn ihr das möchtet. Ansonsten gehen wir rüber zur Kamera. Hier würde ich euch empfehlen, tatsächlich die Umsehempfindlichkeit der X-Achse, also der horizontalen Bewegung, etwas höher zu stellen wie die Y-Achse, die vertikale, weil es einfach
Es erlaubt ein deutlich besseres Aiming, meines Erachtens. Ich spiele in Shootern und so auch schon seit Ewigkeiten so und probiert es auf jeden Fall mal aus. Auf 14 gestellt ist es auch schön angenehm, nicht zu schnell, aber auch nicht so langsam. Finde ich ganz, ganz passend. Wenn ihr da ein bisschen mehr wollt, versucht diese 2-3 Punkte Unterschied zu halten. So, Zielempfindlichkeit, natürlich das gleiche eingestellt wie bei der Umsee und die Zielerfassungshilfe, wenn ihr da ein bisschen was haben wollt hier mit dem Aiming, dann stellt ihr hier mit der Standard oder hoch ein. Das habe ich auf Standard gelassen. Kamera wackeln, auch absolut schrecklich. Wenn das Bild wackelt, wenn der Charakter am Laufen ist und hin und her, das ist mir zu viel gewackelt. Aber auch je nachdem, ne, wie ihr Bock habt. Ton, braucht man nicht großartig drüber zu sprechen. Je nachdem, was für ein Headset, was für ein System ihr habt, stellt ihr das hier entsprechend ein. Bei der Oberfläche, die Hervorhebung finde ich tatsächlich alle ganz cool. Der Truppmitgliedern oder der Objekte, die man aufnehmen kann. Oder die Markierung von Teamkameraden. Hat Einstellungen. Eine coole Sache tatsächlich, ihr bräuchtet nichts, also beziehungsweise hier bei den Hat-Einstellungen, wenn ihr das auf minimal stellt, dann habt ihr wirklich nur ganz, ganz wenig und es macht ein bisschen bessere Atmosphäre, ne, wenn ihr darauf steht. Ihr könnt natürlich das Ganze auch vollständig lassen oder wie in meinem Fall, ich habe das alles dynamisch gelassen, dann wechselt es immer hin und her. Fand ich eigentlich ganz nice. So, zur Barrierefreiheit. Hier ist eigentlich, ja, könnt ihr noch ein paar einen Hintergrund einstellen für die Untertitel. Fand ich eigentlich ganz cool. Hab das gelassen und hier auch die Sprecher in Untertiteln, dass ihr seht, wer gerade am Schwätzen ist. Größe der Untertitel habe ich tatsächlich auf groß gelassen. Ich fand es auf Standard echt ein bisschen zu klein. Deswegen, ja, probiert die Einstellung mal aus. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Leute, das war's von mir. Eventuell können wir mal zusammen daddeln. Hat ja geil Crossplay. Und ich sag mal, lasst mir gerne ein Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Game. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.